Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Guild Wars 2 Heart of Thorns. Ja, Bitman ist hier mit Himpeline unterwegs und ich weiß gar nicht mehr so richtig, warum ich ihn purpur gefärbt habe, aber es fällt mir wieder ein, weil ja mein Pen-and-Paper-Charakter bei dem Purpurdrachen ist. Und ein Hüpfenmann kann natürlich nichts entstellen und deswegen ist das Purpur hier gut. Wir sollen mit Tislak reden hier. Wir sind alle ganz gehypt, weil wir ja Ratha Novus finden wollen. Aber Tislak sagt, jagt Chuck und haut sie um. Was führt euch denn hierher? Ich suche nach Ratha Novus. Schon mal gehört. Ratha? Das klingt nicht sehr vielversprechend. Könnte da vorne losgehen. Ich vermute, ihr meint deine alte asurische Stadt. Ja, ganz in der Nähe. Hast du schon mit ihm gesprochen? Ich bin gerade dabei. Wir muss ich ja wohl warten. Sie nicht, Ratha Novus. Wir kennen sie nur als verbotene Grube der Verzweiflung. Das klingt wirklich nicht sehr vielversprechend. Die Stadt ist seit vielen Generationen unbelebt. Heute wagen sich nur die Tapfersten dorthin. Das ist enttäuschend, aber ich würde sie mir trotzdem gern mal ansehen. In dem Fall könnte ich euch eine Karte besorgen, die den leichtesten Weg hinein zeigt. Das klingt toll. Danke. Der leichteste Weg ist trotz allem voller Gefahren. Na klar ist er das. Außerdem ist er durch einen Chuck-Bau versperrt. Ihr müsst ihn beseitigen, wenn ihr Ratha Novus betreten wollt. Aber keine Bange. Wir Nuhok haben eine Lösung dafür. In jedem Sinn des Wortes. Seht ihr? Mutter Dschungel kennt eine Antwort auf jede Frage, die sich stellt. In diesem Fall ist die Antwort Alchemie. Ich kann die Lösung für euch herstellen, aber dafür brauche ich Chuck-Enzyme. Wenn ihr mir genügend bringt, bekommt ihr euren Schlüssel zur Stadt. Mache ich. Wo finde ich denn das Enzym? Das Enzym könnt ihr von den Chuck selbst ernten. Das ist sicher die raschere Möglichkeit, sofern ihr mit unserer Art zu jagen vertraut seid. Hinrennen mit dem großen Hammer raufhauen? Ihr könntet im Dorf auch andere Nuhok finden, die bereit wären, euch ihres zu geben. Alles klar. Danke, Tislak. Alles klar, tötet Chuck und sprecht mit den hiesigen Nuhok, um Chuck-Enzyme zu sammeln. Tja, ich hab schon angefangen. Finde ich gut. Hier ist ja auch eins drin. Aber das können... Alle anderen Zutaten habe ich da. Jetzt brauche ich bloß noch die richtigen. Nicht alle ohne mich abknallen, na bitte. Ich brauche ja, muss ja das separat von dir machen, leider. So, mit anderen Leuten sprechen wir nicht. Wir sind mit der Art zu jagen sehr vertraut. Einfach draufhauen. Dafür könnte ich auch den Hammer ausrüsten. Das wäre ganz besonders realistisch. 6 von diesen blöden Dingern muss man finden. Naja, ich habe 2, glaube ich. 3 jetzt. Ich habe keinen von diesem Stack hier bekommen, aber weil da, du ihn weggeklaut hast. Da, hier ist ja ein Nuhoch-Stampfer, der gibt mir das bestimmt. Oh weh, das Ding sehe ich nie wieder. Was ist denn los? Gestern habe ich Chuck gejagt, um ihr Enzym zu gewinnen. Hatte einen ganzen Tornister voll und dann griffen mich diese grässlichen Zuckottel an. Ach, oh Gott. Ich bin schnell weggelaufen und habe meine Tasche fallen lassen. Das ist ein Chuck. Darin war meine Lockpfeife. Ein Erbstück. Ich habe zufällig eine Lockpfeife. Die hat mir ein Nuhok neulich gegeben. Hilft euch die weiter? Was? Oh nein. Meine war handgeschnitzt. Jahrzehnte alt. Ein kleines Erbstück. Was ihr da habt, stimmt mich traurig. Hat euch jemand weisgemacht, das sei eine Lockpfeife? Kann man kaum so nennen. Alter, er disst gerade Tislak. Ich habe mir immer vorgestellt, die Kinder meiner Kinder mit unserer Familienlockpfeife spielen zu können. Ja, und die Kinder mit der Familienlockpfeife. Ich würde vor Scham erblinden, wenn ich sie mit diesem Ding spielen sehe, was immer das sein soll. Alter, ist der unhöflich. Na gut, verstehe. Ich bin sowieso auf der Suche nach Chuck-Enzymen. Ich werde euch nicht länger belästigen. Wartet, ich hatte eine Menge Enzym in dieser Tasche. Bringt mir die Lockpfeife zurück und ihr dürft alles behalten. Ja, und? Wo finde ich seine blöde... Wo finde ich seine blöde Pfeife? Ich werde doch jetzt hier nicht noch zu den Xokotl rennen. Alle anderen Zutaten. So, 3 fehlen noch. Ich habe alle gesammelt. Nichts mit Lockpfeife finden. Ja, Lockpfeife finden ist out. Hier sind noch jede Menge Chuck, die hauen wir einfach mal, das wird schon passen. Hast du Hilfe? Klar.
Geht schneller. So, da ist Nummer 4. Da ist Nummer 5. Und wenn hier der Veteran umbricht, dann müsste da auch Nummer 6 sein. Gechilltes Ausweichen hier. Der Veteran hat natürlich nichts hinterlassen. Doch, hat er. So, das sollte reichen. Alle anderen Nein, eine fehlt da. Noch. Toll. Brauche ich bloß noch die richtige Menge. Kann er mit mir reden hier? Bin schon dran. Hallo. Nee. Wo soll man denn die Lokpfeife finden? Keine Ahnung, bei den Xototl. Aber ich werde einfach hier diese Drohne umklatschen. Das wird schon gehen. Ich glaube, das ist eine falsche. Hallo, der hat auf jeden Fall ganz viel Chuck-Enzym. Ah ja, ich müsste vielleicht auch mal abseits mit Whipman hier mit Amanessa langlaufen oder so. Ja, der hatte eins. Whipman macht ja irgendwie nicht so viel Burst-Damage. So, benutzt den Nurpfad, um Ratan Norvus zu finden. Ja. Gibt's irgendwo einen Pfeil auf der Karte, den ich wieder nicht sehe? Ja, hier unten lang. Hier. Okay. Na schön. Ja, ja. So, unauffälligen Punkt. Okay. Ich nehme einen hier rein. Yep. Flup. Nice. Ich bin auch getarnt. Auch. Jetzt bin ich nicht mehr getarnt. Ich glaube, wir müssen aber hier lang. Ja. Dun, 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 dun. Ja, ich bin gespannt, wie man jetzt da in die Stadt kommt. Hier hat irgendjemand jedenfalls schon mal eine grüne Fackel angezündet. Nicht nur eine. Ist hier Standardbeleuchtung. Klar. Und jetzt heißt es... Haut die Leute? Oder nö, wir können einfach durchrennen, ne? Bin ich auch sehr dafür. Dann los. Wir müssen da ja wieder den... Zack. Einen habe ich geblockt. Kann ich durch? Ja. Man kann nicht durch, man macht das nur kaputt. Toll. Benutzt den Nurpfad. Wie wir auch einfach erstmal alles skippen hier. Okay. Ich frage mich ja, warum die Trucks so riesen Gänge bauen, obwohl sie selbst nur so klein sind. Ich meine, Maulwurf baut ja auch keine 3 Meter hohen Gänge. Aber das bin nur ich. Es sieht mir so aus, als hätten sie hier gebohrt. Die haben die Schaufler gefragt. Ja, die haben die schon genau. Dass Scarlet aber auch gar nicht diese Trucks genommen hat für ihre unsägliche Allianz und so. Währenddessen werden irgendwo anders schon Landminen freigeschaltet. Ich hab hier eine blöden Bodenrillen immer hängen. Ah, und ich hab Glibberklumpen an den Füßen. Ja, ich habe ja extra jetzt hier für die Aufnahme meinen schnell durch die Gegend laufen wieder rausgenommen, weil ich dachte, wir müssen bestimmt ganz viel kämpfen, aber hier wäre Rückzug. Ja, Whipman nennt das nicht so. Whipman nennt das Geschwindigkeitsschub. So. Rückzug klingt ja so unheroisch. Wäre Rückzug echt praktisch gewesen. Okay, es geht einfach immer weiter. Jetzt rechts rum. Wahrscheinlich hier oben. Da rein. Da. Jupp. Das wird einfach mal hier alles geskippt. Oh, fertig. Oh, das ging einfach. Nice. Schrift der Maguma-Beherrscher. Ja, das wird ja heute ein übersichtlicher Part. Sehr schön. Und damit habe ich auch schon wieder eine Lehre der Erhabenen fertig. Aha, ich nicht. Nein, das fehlt noch ein ganz minimal bisschen. Was ist da so aus? Du bist fertig. Ach so, okay. Ja, da unten geht dann die lebendige Geschichte weiter. Das machen wir dann beim nächsten Part. Ich freue mich drauf. Und jetzt sind wir auch schon ganz nah an Ratan Norvus dran. Wo ich das weiß, tja, hier sind Leihlinien und ein bisschen habe ich die Karte ja auch so schon aufgedeckt, um hier genügend EP für irgendwelche Nuhoch-Sprache zu kriegen. Also ja, bis zum nächsten Mal, seid dabei, ich würde mich freuen und reinhauen. Ciao! Bis dann!